Er ist weit herumgekommen. Hansi Müller, viele Jahre Fußballprofi beim VfB Stuttgart und Inter Mailand. Heute ist er mit Frau und Kind im Korb im Remstal zu Hause. Der schwäbischen Toskana, wie er gerne sagt. Einfach die Tür hinter sich zumachen und sagen, so, jetzt bist du in deine eigenen vier Wände. Genieß die Familie und auch mal rumgammeln. Sehr viel für Adidas gemacht und später auch für Mercedes und war viel auf Achse. Und da merkst du dann erst, wie schön du es daheim hast und wie toll wir wohnen. Für den kleinen Sohn wurde das Penthouse in ein Haus mit großem Garten getauscht. Doch bebaubare Grundstücke sind rar. Wir haben ein Jahr lang Bauplatz gesucht und haben eigentlich nichts gefunden, weil die meisten gesagt haben, nee, wir verkaufen nicht. Das Grundstück wird eher mehr wert und was sollen wir mit dem Geld? Kriegst du eh keine Zinsen. Und dann haben wir es eigentlich schon fast aufgegeben gehabt. Und dann hat es einen Zufall, hier drei Häuser weiter wohnt jemand, den wir kennen. Und der hat gesagt, ja, ich habe da einen Schulkamerad, der hat ein nettes Grundstück, rufe doch mal da an, gib dir die Nummer. Und dann kam so eins ins andere. Und da war das Grundstück, das wir jetzt hier bekommen haben. Ursprünglich wollte er es nicht verkaufen. Und wir haben aber der kleine Sandro mit einem Jahr oder anderthalb meine Frau auf dem Arm gehabt und haben gesagt, wegen dem würden wir gern bauen und so. Und dann haben wir die ein bisschen weich gemacht mit der Trumpfkarte Sandro und dann haben wir das Grundstück gekriegt. Das Haus ist ganz auf Familie getrimmt. Nur eine große Collage im Treppenaufgang erinnert an Hansi Müllers glorreiche Zeiten beim VfB. Der Hausherr hat aber noch ganz andere Leidenschaften. Ich bin ein brutaler Technikfreak. Immer schon gewesen. Also ich habe gedacht, früher mit 20 oder 30, wenn ich mal 50 oder 60 bin, dann lässt es nach. Aber es wird eigentlich immer mehr. Ich habe in meinem SL, der inzwischen 14 Jahre alt ist, habe ich einen riesen Subwoofer hinter dem Kofferraum. Wenn man einen Heckdeckel aufmacht, dann denkt man, das ist eine Dohle und ich arbeite bei den Stadtwerken, aber dabei ist ein Subwoofer. Und also der Sound hier mit Dolby Surround, einem schönen Flatscreen. Das Haus ist sehr technisch ausgerüstet. Wir haben da ein Display an der Wand. Ich kann mit dem iPhone das ganze Haus steuern. Beleuchtung, Beschattung, auch von unterwegs über VPN, über dieses Virtual Private Network kann ich mich einloggen. Wir haben Alarmanlage, wir haben auch Videoüberwachung und es geht heute mit diesen modernen Smartphones inzwischen alles über iPhone, iPad. Meine Frau hat, wenn wir dann Besprechungen gehabt haben in der Hausplanung mit dem Chefelektriker, dann hat sie sich nach einer Stunde oder zwei immer ausgeblendet und hat gesagt, jetzt mach dir weiter, ich habe keine Lust mehr drauf. Ein Stockwerk tiefer hat sich Hansi Müller einen Weinkeller eingerichtet. Wie gesagt, das war ursprünglich nicht geplant und dann ist das auch ausgewählt worden. Und das ist ein trockener Raum, also nicht der klassische Weinkeller mit so Lehmboden, sondern der ist trocken. Mhm. Das ist auch Belüftung, da kommt hier die Luft rein und dort links oben geht sie raus, also dass die Luft zirkulieren kann. Und dann ist das, also es war ein normaler Raum und das ist eine Holzkonstruktion. Und der hat dieses Ding, ich meine, das war schon eine Herausforderung, da den Bogen so hinzukriegen. Da das zum Beispiel da auszusparen in der Tür. Im Vergleich zum, das ist übrigens auch ein toller Wein. Sehr beliebt, wenn wir den auch mal unseren Gästen kredenzen. Super. Also das ist auch ein sehr angenehmer, bekömmlicher Wein. Was ist das für eine Traube? Das müssen Limburger sein. Zum Schluss präsentiert der Hausherr noch seine Trophäen. Hier im Keller steht neben zahlreichen Bravo-Ottos auch der Preis der Zeitschrift Kickers für den besten Mittelfeldspieler 1978, auf den er besonders stolz ist. In der Gästetoilette dann doch noch ein bisschen Fußball in Form eines Waschbeckens. Den musste ich unbedingt haben, bekennt er noch beim Abschied.